Magdalena, Esther. Hallo Markus. Hallo Markus. Magdalena, ich habe gehört, du möchtest ein Buch schreiben. Ja, schon seit Ewigkeit wahrscheinlich. Und ja, möchte ich gerne. Hast du dafür überhaupt Zeit? Nee, bis jetzt nicht. Aber mein Traum ist, wenn die Gelegenheit passiert, dass ich Langeweile habe oder richtig Zeit frei geschenkt bekomme, dann ist das als erstes Ziel. Also wenn ich in die Rente gehe oder in irgendwelche in ein Kloster, habe ich gehört. Kloster steht im Raum. Kloster, ja. Ja, kommt gut. Genau, Esther, du warst doch irgendwann im März im Kloster. Ich war, ja, es war März, April, es war bis Ostern, war ich im Kloster und habe auch für mich die Zeit sehr gut genutzt, habe mich da gut vorbereitet, habe das Richtige dabei gehabt und habe da mit ganz viel Rückenwind für mich ganz, ganz viel aus dem Klosteraufenthalt rausgeholt. Und das sollte das dein Weg sein, dann bin ich guter Dinge. Hast du ein Buch geschrieben? Tatsächlich habe ich einen Bericht geschrieben über die Zeit dort. Ich habe jeden Tag, was mir so passiert ist, was so vorkommt, was ja die Leute außen nicht wissen, aufgezeichnet, um dann Menschen, die unter Umständen dahin gehen, darüber auch informieren zu können, was auf sie zukommt, wenn es denn so weit wäre. Ich selber arbeite gerade nochmal an einem Wohnberechtigungsschein, jetzt leider nur 2 Tage, aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich lasse es dich wissen. Ja, ich habe ja gehört, man kann bei diesem Kloster nicht so einfach im Internet buchen und so sagen, ich möchte gern von da bis da. Das ist alles ein bisschen zufällig, oder? Glaubst du an Zufälle? Nee, alles ist von Gott Ursache und Ursache und wie nennt man das in Deutsch? Wirkung. Wirkung, Ursache und Wirkung. Ich bin noch nicht erfahren in dem Gebiet. Du weißt, wie man mit der Zeit umgeht in so einem Kloster, ich noch nicht, aber jede Art. Diese Art Kloster wird mir schon den Raum geben, um irgendwas zu kreieren. Dein Buch zu schreiben. Darf man dich dann auch stören, also mit Briefen an dich? Ja, also Briefe sind immer gut. Ich habe in meine 45 Jahre Erfahrung, Berufserfahrung, besonders in Deutschland seit 30 Jahren, gelernt, richtig gute Berichte zu schreiben und ich denke, in Schreiben, in Deutsch sogar, habe ich mich ein bisschen geübt in meinem Job. Und Esther, bei dir war ja auch mal eine Demo? Oder nicht nur eine, mehr als eine sogar. Mehr als eine für die kurze Zeit. Sensationell, was für wunderbare Menschen das auf den Plan gerufen hat und wie oft. Und also ich kann das nur empfehlen, so meinen. Und was die Post angeht, das ist eine tolle Sache, wenn man denn im Kloster ist, das ist so die Verbindung nach außen, das ist das Wissen, da sind Menschen, die an einen denken, die geben einem Rückenwind und man kann sich eben mit denen austauschen und denen auch das eigene nahelegen. Und bei Michael Ballweg gab es ja auch einige Klosterbesuche in Stuttgart. Ja. Und das könnten wir ja wiederholen, bevor es uns irgendwie langweilig wird zu Hause. Genau. Kommen wir dich besuchen? Mich im Kloster. Also nicht im, sondern also am Kloster. Ja, ich verstehe die Frage. Ja klar, ich lade ein zum Briefe schreiben. Je lustiger, je sportlicher, desto besser. Besuche mit Singen, Trommeln und Schreien, ich bin wahrscheinlich ADHS, also ich mag Action und dort auf jeden Fall werde ich auch was finden, was in meinem Leben noch nicht gefunden habe. Alleinstehende mit 4 Kindern, täglich 10
8 bis 10 Patienten, dass ich doch die Ruhe dort finde, mich auf Papier auszulegen, auszutoben, auszubreiten, dass alles aus mir rausfließt, was in mir steckt. Die Fülle. Die Fülle bleibt drin. Nein. Die Fülle bleibt drin. Nein, zum Teil das, mit anderen. Die Fülle deines Lebens. Ja, die Manifestation der Fülle. Oh, so klingt gut. Manifestation meiner Fülle, die göttlich ist. Ja. Jetzt klingt gut. Darf man dir auch was schenken? Schenken? Schenken. Ja. Also spenden heißt es nicht, habe ich gehört. Schenken. Das hast du jetzt, dieses Wort, ich wollte sagen, also gute Energie, gute Wünsche, gute Gedanken, gute Gefühle, also in Millionen wird. Gebete. Gebete. Dass schöne dein Buch Wörter. Gut wird. Ja. Also das habe ich, seit ich angefangen habe, meinen Job zu realisieren, überraschend in Deutschland, habe ich sehr schwer am Anfang, weil Sprache war schwierig, Mentalität ist anders und ich bin geliebt, also das tut gut. Und wenn die Leute mich weiter lieben, trotz dass ich die verlasse für eine Weile, dann wird das sehr schön. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie du ins Kloster kommst. Also nicht wie du hingefahren wirst, sondern das eine ist, du bekommst noch einen Brief und dann kannst du dich wie viel... Es war, glaube ich, ein Monat, vier Wochen oder so, sich selbst zu stellen, sich dieser Aufgabe zu stellen. Oder aber manche Leute, wie den Michael zum Beispiel, erwischt es ja relativ kurzfristig. Und wer Gegner des Systems ist, dem kann das schon mal passieren. Das sind wir doch nicht. Wir mögen das System. Wir sind ja auf der göttlichen Seite und wer nicht auf dieser Seite steht, der könnte uns womöglich nicht wohlgesonnen sein. Und deshalb gibt es eben auch Leute, die kurzfristig abgeholt werden. Aber du wärst vorbereitet.